nicht da. Meinst du, Fafnir wird uns helfen, wenn wir ihn freilassen? Das sind ein paar Gegnats. Seid ihr aus Eis oder seid ihr normal? Junge, seid normal. Nee. Hallo. Oh ja. Okay, er schießt normale Feinde. What the fuck? Au. Au. Ja, lass mich doch in Ruhe. Genau, fuck you. Ich will dir doch helfen. Ich lauf ja schon. Ach, ich bin im Kampf. Stimmt. War ja was. Na los, komm, schlag. Au, nicht du. Erst mal schön Beine wegziehen. Nee, ich möchte den angreifen. Aber jetzt du. Komm, jetzt. Danke. Beste Verteidigung ist der Angriff. Oh fuck. Da wollte er sich noch fast hochjagen. So, wie kriegen wir das jetzt hin? So, erster. Wie wurde dein Freund zum Drachen, Mimil? Oh, er ist nicht mein Freund. Seine Scheiße war ein ständiges Ärgernis für Asen und Warnen gleichermaßen. Warum befreien wir ihn? Ich spreche aus Erfahrung. Niemand verdient eine solche Gefangenschaft. Nicht mal ein gieriger, drachengeborener Zwerg. Ja. Manchmal hat man es aber schon verdient. Auch wenn man es wahrhaben möchte oder auch nicht. Das ist leider. Ich komme hier nicht hoch. Tut mir leid, aber ich komme. Ach, weil ich im Kampf bin. Hat er ihn gerade gebodycheckt? Der kleine Atreus hat gerade einen Bodycheck gemacht. Das ist schon seltsam genug. Der zweite. Du hast die Frage des Jungen nicht beantwortet. Wie wurde dieser Zwerg zum Drachen? Sicher bin ich nicht, aber er hat seine Langfinger nie von magischen Artefakten lassen können. Vielleicht hat er der falschen Warngöttin ein Schmuckstück geraubt. Ah, und dann ist er zur Strafe zum Drachen geworden. Manche würden töten, um zum Drachen zu werden. Also, vielleicht ist es auch ein Win für ihn. Noch eine Markierung. Markierung? Ich dachte, das wären schiefere Teile. Neues Wissen. Fafnir-Schwanz. Weißt du, wenn du das liest, verschwinde. Du gehörst nicht hierher, das ist meine Schlucht. Und fass auf dem Rückweg ja nicht meine Sachen an. Du bist immer noch da? Ich sagte, geh weg. Das sind meine Schätze. Die gehören mir alleine. Die besten Sachen sind sowieso in meinem Lagerraum. Aber denk nicht mal dran, ihn zu betreten. Er ist gut bewacht, dafür habe ich gesorgt. Lass mich einfach in Ruhe. Ich brauche dich nicht. Ich brauche niemanden. Schon gar nicht einen von Ivaldis dummen Söhnen, der mich vor den Gefahren der Gier warnt. Ich muss nur in meinem neuen Warnenspiegel schauen, um zu sehen, was mit meiner Haut passiert. Aber das ist mir egal. Mit meinen Schätzen fühle ich mich sicher. Sie wärmen mich von innen wie der Atem eines Drachen. Haut ab. Beschrieben Fafnir. Er scheint ja sehr rücksichtsvoll auf andere zu sein. Und da, wo wir gerade hochgesprungen sind, da war auch der eine, die eine Wand, wo wir hochklettern konnten. Oh, what the fuck, der hat eine Rüstung. Ach komm, dann hol halt die scheiß Wölfe.
Was ist denn jetzt passiert? So, da bin ich jetzt auch Schaden genommen. Ansonsten würde ich den zu frei hauen. Ich hätte nichts dagegen als Atreus. Fick mit der Scheißrüstung. Oh schon. Was ist mit... Ah, jetzt. Jetzt. Komm her. Aha, wir haben einen Meister getötet. Da. Oh, explodiert. So, oh, hat sich gelohnt. Was machen wir damit? Wir heilen uns. Wie, was, hä? Springer, sie tragen starke Rüstung, haben große Schwerter und gehören zu den stärksten Gegnern, die wir getroffen haben. Wer sind sie und worauf sind sie aus? Mutter hat die Springer nie erwähnt. Ich hoffe, dass wir nicht zu viele von ihnen bekämpfen müssen. Und hier können wir eine Tür aufstellen. Aber das hier war doch nicht die Schatzkammer. Jetzt lassen wir ihn frei. Ob er dich noch kennt? Wer weiß, Junge. Vieles ist anders seit unserer letzten Begegnung. Ich hatte noch Beine. Hey. Ruhig Blut, mein Freund. Ach komm. Ah, hab ich da gerade einen Netz gehört? Komm, alle auf sich zeilen. Ja, was ist das? Zähre? Sei still, komm! Wie wäre es mit einem taktischen Rückzug? Nee, au. Jetzt. Danke, Junge. Au, scheiße. Ah, komm, wisst ihr was? Ab dafür, dann kann ich mich heilen. Oh, erstmal den. Oh, lol. Der Scheiß ist schon frei. Nee, Atreus. Ah, verdammt. Jetzt bin ich tot. Jetzt kann mir auch kein Stein mehr helfen. Oh, da kommt einer, da kommt einer. Oh, wo ist sie? Ah. Oh. Bin ich gerade geflogen? Oh, jetzt. Ist er wieder da. Das ist ein Wunder, dass er jetzt gerade wieder da ist. Achtung! Nee. Ich sehe nicht gut aus, das ist richtig. Wie soll ich auch gegen die gewinnen, ey? Ja, komm. Ach komm. Ha, einfach perfekt, ich weiß. Sterben wir schon was Witziges, ne? Kennst du ja das Gefühl. Großborn C. Ich
Angriff. Okay, auch zur Echse. Au. Esse. Au, fuck. Ich komme hier nicht weg. Hier hinten müsste ich doch noch kurze Zeit sicher sein. So, ich lauf mal kurz rum. Jetzt. Die ist tot. Hat er ihn gerade gelobt? Oder soll ich euch lieber mit blanken Fäusten bekämpfen? Was habt ihr lieber? Oh, Schmidt. Ja. Ich schaff das. Sammelt Atreus. Ja, komm. Jawohl. Nee. Okay, ich könnte den zusammenkloppen. Jetzt kloppen wir ihn zusammen. Ab. Yes. Musik hat auf einmal aufgehört. Komm. Bin kurz davor. Jawohl. Jetzt treten wir in die Fresse. Ach, komm los. Au. Ich frag nur mal so nach, ne? Der hat gerade kurz, ich sag mal geruckelt. So, Fafnir. Ja. Mal auf. Fafnir, du bist frei. Komm schon. Du schaffst das, Atreus. Platz. Schön, du kleiner Mistkerl. Oh, tschüss. Tja, als Drache ist er noch genauso unausstehlig. So, und wo ist... brillante Schuppe des Gefällten. Frage ist, wo ist sein Lager? Oder haben wir das schon? Freie angekettete Drachen. Aha. Fafnir. Fafnir war ein Zwerg laut Mimir, einer der Ivaldis Söhnen. Einer von Ivaldis Söhnen. Doch er war gierig und seine Gier verwandelte ihn in einen Drachen. Es klingt absurd, aber ich habe ihn selbst gesehen. Er war ein Drache. Es ist wohl schmerzhaft war, vom Zwerg zum Drachen zu werden. Wie lange hat es gedauert? Ich wollte ihn so einiges fragen, aber er flog einfach davon. Na gut. Weltenschlangenschuppen. Warum finden wir Weltenschlangenschuppen hier? Die kann man nicht zufällig noch irgendwo hoch, oder? Irgendwie so in der Mitte oder so. Oder haben wir den Scheiß schon? Ich baue einfach mal, dass wir den Scheiß schon haben. Okay, dann will ich jetzt wieder zurück. Oh, rauf. Rauf, rauf, rauf. Wir jetzt wieder raus. Hat sich der Scheiß wieder geschlossen. Naja, wenn wir ja sehen.
Wenn Sindri rummuckt, wissen wir, ob es richtig oder falsch war. So, und hier unten machen wir dann auch Pause. Speichern dafür dann einmal kurz. Na, wir sind wieder im Midgard. Rat der Walküren. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession. Oder in den nächsten anderen Videos. Bis dahin eine wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.